Wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit Farbfehler von Inkscape einfach arbeiten können. Wir öffnen eine neue Seite, also und dann können wir auch einfach zeigen, wie es wird. Also die neue Seite ist schon fast da und ich habe schon erzählt, wie man einfach die Seite Größe einfach anstellen kann, wie man das anstellen kann. Und falls Sie noch nicht gesehen haben, dann appelliere ich euch einfach die anderen Videos einfach anzugucken. Und ich zeige euch gleich, wie Sie zum Beispiel ja, die Farbverlauf einfach ändern können. Wir zeichnen zum Beispiel, wir wollen erstmal die Hintergrundfarbe ein bisschen ändern, damit es ein bisschen schöner wird. Und von daher, um die Hintergrundfarbe zu ändern, dann drücken wir einfach hier hin. Dann gucken wir eine bestimmte Farbe, die uns am besten so gefällt. Zum Beispiel diese Farbe im Hintergrund ist auch sehr schön. Oder die grüne Farbe ist auch schön. Also wir nehmen die erste Farbe. Und wenn wir fertig sind, dann machen wir einfach das Fenster zu. Und jetzt können wir einfach anfangen zu malen, wie wir einfach wollen. Sie sehen schon, wir haben wirklich viele verschiedene tolle Zeichnungen hier gemacht und wir können auch natürlich die Umdrehungen hier einfach ändern, wie wir wollen. Sie sehen schon, es wird geändert oder die Abweichungen können wir auch ändern und natürlich können wir auch den Radius hier einfach ändern, wie wir wollen. Und von daher hier, Sie sehen, Sie können sehr verschiedene tolle Sachen damit machen und wenn Sie auch fertig sind mit der das Zeug zu zeichnen, dann haben Sie auch die Möglichkeit anzufärben, wie Sie wollen. Sie sehen schon, es ist jetzt anders geworden. Wir können die Farbe in ihr ändern, wie wir wollen. Und mit dieser Farbpalette können wir auch ändern, wie wir wollen. Momentan sind wir mit dieser Inkscape-Default, aber wir können zum Beispiel diese Khaki-Farbe auch auswählen und die Farbe wird einfach geändert. Wir können zum Beispiel diese Reds einfach wählen. Und die Farbe können wir auch, wir haben eine Liste von all diesen Farben hier, die wir einfach auswählen können. Und jetzt sehen Sie schon, wir können auch mit solcher Farbe einfach arbeiten. Und die Liste wird einfach ziemlich lang. Und hier können Sie zum Beispiel weitere tolle, ja, Farben einfach anstellen. Und von daher hier sehen Sie. Und hier können Sie auch hier viele andere Farben einfach sehen. Also von daher hier immer wieder einfach hier um die Ecke da drauf drücken und dann können Sie einfach die andere Farbe holen. Sie sehen schon, wir haben verschiedene Modelle, einfach verschiedene Farben einfach hier und Sie drücken einfach hier drauf, dann sehen Sie auch viele andere Farben, die Sie einfach auch benutzen können. Und momentan lassen wir einfach auf Inkscape Default unsere Farbe und dann können wir einfach tolle Farben einfach hier haben. Und wenn Sie zum Beispiel ja, auswählen wollen, ein Element, eine Zeichnung auswählen wollen, dann sollten Sie einfach mit dem Werkzeug einfach auswählen. Holen Sie das Werkzeug, Sie sehen schon, es hat schon ausgewählt. Und dann können Sie einfach ziehen, wie Sie wollen. Und Sie können bewegen, einfach nicht nur ziehen, sondern auch bewegen mit der gedrückten Tasten. Und dann können Sie alles machen, was Sie damit machen wollen. Natürlich können Sie auch weitere tolle Sachen einfach, ups, Entschuldigung, weitere Sachen einfach zeichnen, wie Sie wollen und einfach ändern, wie Sie wollen. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und immer wieder, wenn Sie fertig sind, dann können Sie einfach, ja, ändern mit den Umdrehungen oder mit den Abweichungen, können Sie alles ändern, wie Sie wollen. Immer wieder weitere tolle Effekte einfach erzeugen. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und die Farbe haben Sie auch hier. Sie können die Farbe ändern, markieren und die Farbe einfach ändern. Auch hier können Sie markieren und die Farbe auch ändern, wie Sie wollen. Und Sie können auch holen und einfach positionieren. Also die Position einfach ändern. Sie können auch gruppieren. Also Sie können die beide zum Beispiel vereinigen. Und von daher ist einfach alles möglich. Alles, was Sie hier machen können. Sie können zum Beispiel ja, die Objekte einfach gruppieren, wie ich eben gesagt habe, oder Sie drücken mit der Tastatur STRG G, wie ich eben gemacht habe, oder Sie haben die Möglichkeit, einfach die Gruppierung aufzuheben. Wenn Sie das machen wollen, dann heben Sie einfach hier auf und es wird einfach aufgehoben. Und natürlich können Sie auch einen Text dazu schreiben. Ich schreibe jetzt einen Text, Entschuldigung, und dann können wir zum Beispiel lesen. Also ich habe hier
ist meine Seite. Und Sie sehen schon, wir haben den Text geschrieben, die Farbe können wir auch ändern, Sie sehen schon. Also Sie haben viele Möglichkeiten, einfach hier zu ändern. Und Sie können auch vergrößern, wie Sie einfach wollen. Also um das zu vergrößern, markieren Sie erstmal und dann können Sie einfach vergrößern, wie Sie einfach wollen. Und Sie können auch den Text korrigieren, also mit dem Werkzeug hier T können Sie einfach da drauf drücken und einfach alles machen, was Sie einfach wollen. Also um auszuwählen, haben Sie auch diese Möglichkeit. Sie können den Text noch größer machen, größer schreiben. Sie sehen schon. Und die Farbe können wir auch natürlich ändern. Und wir können zum Beispiel sagen, ja, es wird jetzt nur gelb oder eine andere Farbe, die Sie haben wollen. Also gelb war sehr schön. Auch die blaue starke Farbe ist auch schön. Und so können Sie einfach die Sachen ändern. Und natürlich können Sie auch richtig nochmal bearbeiten, wie Sie einfach haben wollen. Ich zeige euch in dem nächsten Video.